Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Na. Hallo, Karl. Frank. 2014 waren Sie ja schon mal hier mit einer anderen Ausstellung. Jetzt haben Sie eine neue Ausstellung mitgebracht. Wie ist das Thema und was wollen Sie damit darstellen? Wir haben dieses Mal tatsächlich eine völlig neue Ausstellung in Dresden auf den Weg gebracht. Sie zeigt nicht nur eine Vielzahl anderer Exponate, sondern es kommt auch gleichzeitig ein Thema mit dieser Ausstellung, das ich Am Puls der Zeit genannt habe. Und es geht zusammengefasst um die Beschleunigung unseres modernen Lebens. Wir rasen durch diese Welt, alles hat sich unglaublich beschleunigt, aber unser Körper hat ja eigentlich seinen eigenen Puls, der hat seine eigenen Zeiten. Das heißt, diese Beschleunigung wirkt sich unmittelbar auf uns zurück. Und genau darum geht es in dieser Ausstellung. Ich möchte gern gleichzeitig die Menschen da einladen, sich über ihr Leben Gedanken zu machen, was sie eigentlich für wichtig erachten, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Denn wir können nicht alle Möglichkeiten, die dieses moderne Leben mit sich bringt, ausschöpfen. Wenn Sie die Spender präparieren, herrichten, wissen Sie schon, für was Sie, zu welchem Thema Sie den Spender herrichten, wie Sie ihn hinrichten? Wie sagt man, präparieren? Oder ist es erstmal, ich bearbeite ihn und schaue dann, wofür ich nehme? Die Plastination ist unglaublich arbeitsaufwendig. Wir arbeiten an einem menschlichen Körper so über einen ganz großen Daumen, 1500 Arbeitsstunden. Und natürlich muss man vorher schon einen groben Plan haben, dahingehend, was man an diesem Körper eigentlich herausarbeiten will. Denn ich kann an einem Körper nicht alle Strukturen gleichzeitig zeigen, weil sie sehr komplex übereinander gelagert sind. Und diesen Fahrplan muss man vorher festlegen. Sie forschen ja nicht nach der Todesursache nach, warum, aber tun Sie dann beim Öffnen des Körpers sich gucken, was hat er für Besonderheiten, wo ich dann entscheiden kann, ich möchte auf das kaputte Herz, auf die kaputte Lunge oder auf die kaputte Niere hinweisen oder sowas? In der Tat müssen wir und möchten auch gern mit dem leben, was dieser Körperspender mit sich bringt. Alles, was wir im Leben tun, ist irgendwann auch sichtbar an unserem Körperinneren. Jeder einzelne Körperspender erzählt sozusagen auch seine Lebensgeschichte, wenn man so will. Und natürlich beeinflusst das auch unsere Arbeit und das, was wir dann an diesem Körper zeigen. Wenn es besondere anatomische Verhältnisse gibt oder besondere Erkrankungen, dann versuchen wir das auch besonders herauszustellen. Wenn Sie die Ausstellung, Sie wandern ja mit der Ausstellung, Sie haben immer wieder neue Themen, damit wechseln ja auch die Exponate. Haben Sie jetzt ein großes Lager, ein großes Fundus, worauf Sie zurückgreifen können? Oder sind alle Modelle unterwegs, dass Sie ständig neue produzieren müssen? Im Wesentlichen sind diese Präparate alle unterwegs, denn wir haben mehrere Ausstellungen gleichzeitig. Aber um auch immer wieder neue Themen abarbeiten zu können und wenn wir an einen Ort, so wie jetzt in Dresden, auch nach vielen Jahren wieder zurückkommen, dann möchte ich natürlich auch wieder etwas Neues zeigen können. Und deswegen tausche ich gelegentlich zwischen den einzelnen Touren in Ausstellungen, sodass es sich wieder eine ganz neue Kollektion ergibt. Wenn Sie jetzt so zurückblicken in der Geschichte, da habe ich über YouTube ein Video gehört über Sie. Die erste Ausstellung war bei der AOK in einem Gemeindehaus. Wie denken Sie heute darüber nach? Das war 1988. Das war in der Tat zu einer Zeit, als Gunther von Hagensen, mit dem ich auch heute noch verheiratet bin, und ich noch am Anatomischen Institut in Heidelberg gearbeitet habe und die Idee einer öffentlichen Ausstellung überhaupt gar nicht da war. Das war eine Zeit, in der es sehr strikte Regularien gab in den Anatomien. Niemand, der nicht autorisiert war, durfte in die Präpariersäle. Also es konnte sich für uns überhaupt gar keine Vorstellung herausbilden, dass es ein ganz großes Bedürfnis in der Öffentlichkeit gibt, etwas über den Körper zu erfahren. Und es war aber so 1988, dass ein Kollege
der in Heidelberg studiert hatte, uns aufsuchte und der war für die AOK in Pforzheim für die Erwachsenenbildung im Gesundheitswesen zuständig. Und er sagte, die Menschen verstehen überhaupt gar nicht, worüber ich rede und ist es nicht möglich, dass ich mal so ein paar Präparate ausleihen kann. Und Gunther und ich fanden diese Idee unglaublich interessant und auch charmant. Und ich hatte dann die Idee, lass uns doch einfach mal zu jedem Organsystem zusammenstellen, was wir haben, sodass man dann zu jedem Organsystem was hat. Und die Plastination war damals natürlich noch nicht so weit. Wir hatten vor allen Dingen noch gar keine ganzen Körper. Und wenn es keine Plastinat gab, dann habe ich so im anatomischen Fundus geguckt, ob es ein Formalinpräparat gab oder auch ein Modell. Und das Ganze wurde dann ausgestellt in einem Gemeindehaus, im Wesentlichen so auf Tischen, eigentlich relativ unprofessionell. Aber es gab eine unglaublich positive Resonanz. Da sind fast 14.000 Menschen in diesen 2 Wochen hingegangen. Aber es gab einen riesengroßen Aufschrei in der Universität. Können Sie nur menschliche Präparate zum Markte tragen? Also es gab eine wirklich ernsthafte ethische Debatte und es war sehr schnell klar, dass diese Idee keine gute Idee war. Man sieht auch, dass Ihre Debatte Früchte getragen hat. Sie hatten ja auch Probleme am Anfang in Guben sich durchzusetzen, dass sie dort platzieren könnten. Da gab es ja auch von der Bevölkerung großen Widerstand, den Sie dann irgendwann ja gebrochen haben und jetzt wird auch von dort aus erfolgreich arbeiten können. Ja, ich denke, dass diese Arbeit an mit toten Körpern eben auch sehr stark polarisiert. Es weckt sehr viele eigene Ängste und es legt natürlich auch irgendwie die eigene Endlichkeit nahe. Und dann gibt es eben viele Bedenken, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Aber ich denke, man hat mittlerweile verstanden, dass diese Arbeit sehr wichtig und wertvoll ist. Und auch in Guben, wo ja unsere Hauptlabors heutzutage sind, sind wir sehr willkommen. Wenn Sie zurückblicken, gibt es bei Ihnen irgendwie ein Lieblingsmodell, ein Lieblingsteil einer Ausstellung, wo Sie sagen, da freue ich mich immer wieder, wenn ich das dem Teil begegne in einer Ausstellung. Gibt es irgendwo, wo Sie sagen, darin habe ich mich verliebt? Ich liebe Sie alle. Also ich bin jetzt seit Anbeginn dabei, seit über 25 Jahren und ich muss sagen, ich werde nicht müde, darüber zu reden und ich freue mich, wie begeistert die Menschen aus dieser Ausstellung herausgehen und welche wichtigen Erfahrungen sie für sich persönlich machen. Das ist unglaublich berührend und befriedigend. Also das hätte ich mir in meinem Berufsleben niemals vorstellen können. Ich wollte ja eigentlich Chirurgin werden und war am Anfang doch ein bisschen unglücklich, meiner Lebensentscheidung in der Plastination zu arbeiten. Aber als wir dann mit diesen Körperweltenausstellungen begannen und ich auch gemerkt habe, dass ich da offenbar auch ein Geschick habe, da seit dieser Zeit möchte ich die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Abschließende Frage, Sie sind ja als Kuratorium unterwegs. Haben Sie noch Zeit, am Tisch zu stehen? Haben Sie Sehnsucht noch, am Tisch zu arbeiten? Ja, ich bin für alle Ausstellungen verantwortlich. Ich reise sehr viel. Immer wenn eine Ausstellung neu aufgebaut wird, stelle ich sicher, dass der Feinschliff auch der richtige ist, den ich mir wünsche. Und wenn wir für die Pressearbeit da, das kann ich mir nicht mehr erlauben, im Labor zu stehen. Aber wo ich... Aber mit Sehnsucht? Naja, also ich bin doch auch gelegentlich involviert, wenn es dann um das Positionieren von Exponaten geht. Das mache ich nicht selbst, aber ich gebe dann eben bestimmte Anweisungen oder Verbesserungsvorschläge, wie man das noch natürlicher aussehend hinbekommen kann. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Jetzt stehen wir ja hier vor dem großen Elefanten. Das Teil wiegt da ein paar Kilo, wenn wir die Sachen tun. Wie haben Sie das gemacht, dass das Teil stabil steht und nicht bei einer Erschütterung in sich hineinfällt oder umfällt? Oder? Also dieser Elefant, der hat uns wirklich ganz viel Kopfzerbrechen bereitet. Nicht nur, weil es eine so große Biomasse ist und dieses schiere Gewicht ist natürlich in der Handhabung ein großes Problem, sondern auch in der manuellen Umsetzung. Es gibt gar nicht so fürchterlich viel detaillierte anatomische Literatur. Wir sind ja
sehr spezialisiert auf die Menschenanatomie, aber nicht notwendigerweise auf Elefantenanatomie. Deswegen dauert das alles auch viel, viel länger. Wir haben für diesen Elefanten über 3 Jahre gebraucht und haben kalkuliert, dass es über 60.000 Arbeitsstunden waren. Und Gunthers Idee war, an diesem Elefanten, weil er so einzigartig ist, so viel wie möglich zu zeigen. Das heißt, Expansion zu schaffen, Räume zu schaffen, die eigentlich gar nicht da sind. Aber das macht natürlich dieses Problem auf, wie halte ich denn eigentlich diese Strukturen zusammen, wenn ich hier diese schweren einzelnen Muskeln auseinanderziehe, dann steht das ja aufgrund des Gewichtes nicht von alleine. Und da hatte Gunther die Idee, dass er das Arteriensystem nachbaut, in Form eines Edelstahlgerüsts. Das ist Stahl darunter. Es ahmt das Blutgefäßsystem nach in der natürlichen Lage, aber uns dient es natürlich primär da, diese einzelnen Strukturen stabil in der Lage zu halten. Ja, danke schön, ganz herzlich und wünsche viel Erfolg. Danke vielmals. Ja.